Also, für uns alle, glaube ich, und nicht nur für die Landesregierung, auch für die Stadt Potsdam und für das ganze Land ist heute das ein ganz wichtiger Tag für Verkehrssicherheit, für klein und groß. Man kann es gerade sehen. Warum ist das so ein wichtiger Tag für uns? Wir haben im Jahre 2017 148 Verkehrstote gehabt im Land Brandenburg. Das waren 27 mehr als 2016. Die Landesregierung macht natürlich auch einiges und dazu gehört unsere Verkehrssicherheitskampagne Lieber sicher, lieber leben. Und unseren Bengels, ja, vielen Dank, dass ihr auch dabei seid oder dass Sie dabei sind. Ja. Und wir versuchen natürlich auch bauliche Aspekte zu setzen und für Unfallentschärfung zu sorgen. Aber wir schaffen es einfach nicht alleine. Wir brauchen ganz viel Unterstützung. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt die Tage der Sichtbarkeit gibt. Und zwar im gesamten Land Brandenburg. Investoren sind ja einmal das Netzwerk Verkehrssicherheit und das Forum Verkehrssicherheit. Vielen, vielen Dank. Wir haben ganz viele Beitragsführer vor Ort. Vielleicht ist zum Beispiel die Stadtverwaltung hier in Potsdam, ja, VDC und der ADFC jetzt hier vor Ort. Und es werden über 100 Aktionen im Land Brandenburg sein. Ich bin total stolz auf die Kommunen auch. Ja. Ich habe das Blatt mal mitgebracht, ja. Daran sieht man, wo wir diese Tage jetzt, und, oder wo Sie insbesondere, auch die Ehrenamtler, die nächsten Tage unterwegs sind. Ja, die gelben Maulwürfe, das sind die mit über 5 Aktionen. Also man sieht, manche Kommunen sind richtig aktiv und ich glaube, das sollte wirklich Aufmerksamkeit im gesamten Land erzeugen. Und daher, weil ich echt stolz darauf bin, möchte ich mich ganz doll bei allen Beteiligten bedanken. Ja? Beim Forum, beim Netzwerk. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, ja? Bei den Bengels. Ich möchte mich bei allen Ehrenamtlern bedanken, bei den verschiedenen Clubs und ADFB und VTD. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich bin davon überzeugt. Gut. Also wir sehen eben schon, dass viel mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber deswegen muss die Verkehrssicherheit natürlich auch verbessern. Das heißt, wir haben vor, einmal die Infrastruktur zu verbessern, diese sicherer zu machen, aber wir sehen eben auch schon, was viele Unfälle mit Radfahrern eben durch menschliche Fehler passieren. Das kann bei Dunkelheit vor allem eben sein, dass der Radfahrer nicht so gut sichtbar ist. Deswegen legen wir heute Wert darauf, dass die Radfahrer eine funktionierende Beleuchtung haben, gucken uns die Beleuchtung eben auch an. Wenn ein Radfahrer eine funktionierende Beleuchtung hat, kriegt er eine kleine Belohnung, das heißt eine Warnweste oder Reflektorbänder oder Aufkleber. Wenn er die Beleuchtung nicht funktioniert, ist der ADFC mit seiner Fahrradselbsthilfewerkstatt in der Nähe, sodass wir die Radfahrerinnen und Radfahrer dorthin schicken können. Und dort wird dann direkt vor Ort eben die Beleuchtung repariert, wenn es möglich ist. Beziehungsweise beraten, was man eben machen kann, um diese Beleuchtung zu reparieren. Deswegen ist es, glaube ich, heute eine Win-Win-Situation. Das heißt, die Radfahrer, die ein funktionierendes Licht haben, werden belohnt, aber auch die, die kein funktionierendes Licht haben, werden jetzt nicht bestraft, sondern kriegen eben Anleitungen, wie das Licht zu reparieren ist. Deswegen für uns auch eine ganz wichtige Aktion. Wir freuen uns, dass wir das dieses Jahr zusammen mit verschiedenen Akteuren eben durchführen können, unter anderem auch unter der Unterstützung des Landes Brandenburg freuen wir uns. Wir sind schon seit bestimmt 6 Jahren dabei, diese Aktion zu machen und freuen uns, dass dieses Jahr das eben über die Grenzen von Potsdam auch hinausgetragen wird, ins ganze Land Brandenburg. Deswegen auch von meiner Seite aus vielen Dank an die vielen Ehrenamtler und natürlich auch an das Land für die Unterstützung. Ja. Das ist natürlich...